Bandai Namco Entertainment, a Supermassive Games Production. The Dark Pictures Anthology. Ja, liebe Gruselfreunde da draußen und damit herzlich willkommen zum neuesten Ableger der Dark Pictures Anthology-Reihe und zwar House of Ashes. Ja, diesmal verschlägt es uns, glaube ich, in den Irakkrieg und wir spielen da verschiedene Soldaten, die mit ihrem Hubschrauber abgestürzt sind und in irgendeiner unterirdischen Höhle gelandet sind, irgendeiner unterirdischen Bunkeranlage, soweit ich es verstanden habe. Und da sind irgendwelche uralten Kräfte am Werk, wo Jagd auf die Soldaten machen und es soll ziemlich cool sein, dieses Game. Also ich habe im Vorfeld schon ja diverses Gameplay-Material gesehen und war wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Hab mich sogar teilweise erschrocken von dem Gameplay, was ich gesehen habe. Auch Videos schon, Reviews gibt's ja schon eine ganze Menge. Und ja, jetzt zocken wir endlich auch mal dieses coole Game. Wir spielen natürlich allein. Man kann es aber auch mit bis zu 4 Leuten, glaube ich, zocken im Koop-Modus. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt mal durch. Und starten mit der Solo-Kampagne. Verdammt, Akkad. Ich denke mal, es geht um irgendeine Gottheit oder Religion. Ich vermute mal sowas in der Art. Und wir spielen. Würde sagen, der erste Durchlauf machen wir mal auf nachsichtig. Wenn ihr Bock drauf habt, zocken wir natürlich auch mal noch einen anderen Durchlauf. Es gibt ja wie immer verschiedene Enden in diesem Game. Aber ich denke mal, der erste Durchlauf sollte auf nachsichtig sein. Das sollte ganz gut passen. Okay, wir drücken natürlich Maus und Tastatur. Wir spielen nicht mit dem Controller. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Gruseln. Es werden, denke ich mal, die ein oder anderen Jumpscares dabei sein. Und ich werde es wahrscheinlich auch so in 1-Stunden-Parts reinpacken. Denn die säen Wind und werden Sturm ernten. Hosea Kapitel 8, Vers 7. Jede Entscheidung hat Konsequenzen. Manche Entscheidungen retten Leben. Andere sind tödlich. Wähle weise. Ja, mal schauen, ob wir es diesmal schaffen, dass alle Protagonisten überleben. Bin mal sehr gespannt. Und schon mal die erste Leiche im Spiel. Okay, mehrere. Alles klar. Arcade 2231 vor Christus. Nein! Ich will nicht sterben! Schweig! Deine Worte bedeuten hier nichts. Dein Blut begleicht die Forderung des Königs. Dein Opfer wird seinen Fluch aufheben. General Balatun, vergebt mir, Herr. Der König verlangt eure Anwesenheit. Die Götter sind gnädig. Vorerst. Ich kümmere mich später um ihn. Schafft ihn weg. Du hast Glück, Herr. Glück? Nein. Kein Glück für diese Hunde. General, wir sollten hier weg. Der König, sein Wahnsinn wird uns alle verschlingen. Der Tempel,
ist verflucht. Eher sterbe ich an diesem Ort, als dort draußen der Pest anheimzufallen. Wir haben unsere Befehle. Oha. Sieht schon geil aus. Der Mond schickt dich, um ein Reich zu zerstören. Ich weiß es, Mädchen. Ich sehe alles. Sieh dich nur um. Wiegt diese Halle denn nicht alle meine Sünden auf? Schätzen die Götter diesen Ruhm nicht? Die Gothäer kommen, General. Der Mondgott schickt eine Armee, uns zu zerstören. Ich sammle sofort unsere Streitkräfte. Gut. Kunde von dort unten? Das sind hunderte Gefangene, mein König. Ihr Opfer wird Zeit brauchen. Zeit haben wir nicht mehr. Sei's drum. Das Blut dieser Armee wird den Sand tränken. Das Opfer wird erbracht werden. Fangt mit der hier an. Sagt mir, General, erinnert sie euch an jemanden? Mein König? Gemahnt sie nicht etwas an eure eigene Tochter? Wie alt wäre sie jetzt? 18. 18? Diese Pest ist eine solche Tragödie. Tötet sie. Ich möchte sie nicht töten. Warum? Mein König, sollten wir sie nicht lieber am Leben lassen? Sie ist ein feindlicher Späher. Wir erfahren mehr über ihre Pläne. Nein. Jeder Tropfen Blut ist ein Schritt zur Erlösung. Sie muss sterben. Alter, haben wir jetzt hier Quicktime-Events oder was? Alles klar. Oh oh. Gut gezielt. Okay, ich merke schon, das Spiel ist nicht zimperlich. Ja.
Götter, gib mir Stärke. Okay. Wir wurden verflucht. Unser König hat uns verflucht. Wir dachten, ihr wärt der Fluch. Das war falsch. Mein Herr stürmte den Tempel in Nippur. Er baut diesen Tempel, um Buße zu tun. Aber die Götter erhören ihn nicht. Und nun ist auch er verstummt. Auch nach dem Tod meiner Tochter sah ich es nicht. Ich folgte einem Narren zum Abgrund. Sein Ruin ist nicht unserer. Das ist dein Tempel. Was können wir tun? Da ist ein Weg durch die Katakomben. Dir soll ich vertrauen? Du hast keine Wahl. Akana! Warte! Hilf mir damit. So, ich muss ja das drücken. Akada sollen doch so stark sein. Der Fluch hat euch so schwach wie Kinder gemacht. Jetzt haben wir's. Das Grab geht es raus. Ja, und so schnell werden aus Feinde Freunde. Für die Erbauer, die fertig sind. Komm. Oh. Ach so, hä?
Das blicke ich jetzt aber auch nicht. Nur eine Ratte. Hat Angst vor einer Ratte? Jetzt habe ich alles gesehen. So viele Tote. Für nichts. Sie sind gestorben. Für einen Irren. Okay, halte linke Maustaste gedrückt zum Aufheben von Objekte. Hä? Damit kann man's. So Leute, servus. Unten rechts habe ich mal die Facecam eingeschaltet, damit ihr mich auch sehen könnt. Ich hoffe, es funktioniert soweit alles. Und ja, ich sage nochmal herzlich willkommen zu House of Ashes, dem neuen Ableger der Anthology-Reihe, The Dark Pictures. Okay. Gibt wieder so Vorahnungen, interessant. Okay. Nicht schlecht. Und das ist jetzt alles noch die Vorgeschichte. Die Hauptgeschichte kommt ja noch mit den Soldaten, die mit dem Hubschrauber abgestürzt sind. Und benutze um dich und sieh dich um. Das können versteckte Informationen sein. Okay. Aber unsere eigenen Handlungen verdammen uns. Warum hat er den Tempel geplündert? Es sind doch immer die gleichen Gründe. Für Gold, für Ruhm. Aus okay, hier komme ich wahrscheinlich nicht raus. Ne. Hier haben wir ja soweit eigentlich auch alles angeschaut. Hier komme ich auch nicht weiter. Ah doch, öffnen. Vielleicht kommen wir ja da raus. Hilf mir damit. Du zuerst. Wir sind hier sicher. Du zuerst. Ich bezweifle stark, dass wir hier sicher sind. Was ist das für ein Anhänger? Die Geschichte von Gutium. Ihr Akkada habt hart gekämpft, um ein Volk auszulöschen. Aber ihr solltet wissen, unsere Geschichte beginnt erst. Wie kommen wir hier lebend raus? Wir tun mal respektvoll antworten, oder? Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Wir helfen einander. Es gibt immer Hoffnung. Gut, was bleibt denen auch großartig übrig? Ich meine, die können jetzt beide für sich kämpfen oder halt gemeinsam. Wie viele Wege führen in das Grab? Ich würde auch lieber... Oha. Was sind das für krasse Monster, bitte? Verlassen. Hier drüben. Oh oh. Ach du Scheiße. Lauf. Ja. Schlecht. Keine schlechte Idee zu laufen. Es kommt. Ich weiß. Akkada! Es gibt kein Entkommen.
Uns bleibt nur eins. Gemeinsam kämpfen. Nein. Wenn wir beide fliehen, sterben wir beide. Halt dich bereit. Komm, wir kämpfen. Vielleicht kann man die Viecher ja irgendwie besiegen, keine Ahnung. Okay, wahrscheinlich auch nicht. Alter. Sag bloß, die sind aber so noch unsichtbar. Überleben hängt von ihren Entscheidungen ab. Ihre Entscheidungen führen sie wie ein Kompass durchs Unbekannte. Finden sie den Weg zur Erlösung? Oder verlieren sie sich im Dunkeln auf ewig? Ich möchte offen sein. Sie werden äußerst schwere Entscheidungen treffen. Diese werden das Leben anderer beeinflussen. Was diese Entscheidungen bringen, wird sich zeigen. Mit der Zeit. Schön, Sie wiederzusehen. Sie sind bestimmt schon ungeduldig. Also gut, wir wollen beginnen. Wie Sie bereits wissen, bin ich der Kurator, der Bewahrer der Geschichten. Meine Aufgabe ist es, alles aufzuzeichnen, was Sie tun. Jede Entscheidung und jeden Fehler, den Sie machen. Das ist meine Bibliothek. Sie steckt voller unerzählter Geschichten. Geschichten über Freunde und Feinde, Treue und Verrat, Leben und Tod. Ich bin nicht hier, um Ihnen zu helfen.
obwohl ich die Regeln ab und an schon etwas beuge. Es ist außerordentlich mutig, sich allein ins Unbekannte zu wagen. Oder sehr töricht. Doch vielleicht steckt mehr in Ihnen als gedacht. Ich möchte Ihnen einen Rat geben. In der Geschichte begegnen Ihnen diverse Bilder. Bilder, die einen möglichen Ausgang andeuten. Ich schlage vor, Sie schauen genau hin. Denn Sie könnten auf eine unglückselige Zukunft hindeuten. Doch leider bleibt uns keine Zeit mehr. Wenn wir uns wiedersehen, erfahren wir, wie Sie sich schlagen. Oder scheitern. Irak 2003. Jason Koljak, Lieutenant USMC. Eric King, Lieutenant Colony USAF. Bei Amis. Willkommen in Camp Slayer. Sie sind früh. Tut mir leid für die frühe Ankunft, aber die Zeit drängt. Verstehe, Colonel. Wir sind froh, dass Sie hier sind. Die Technik für die Präsentation steht. Wir warten auf Nachricht vom CO. Dann geht's los. Das sollten Sie lesen. Nicht gehört? Ihr habt einen neuen König. Sieht so aus. Und Sie sind? Meine Assistentin Clarice Stokes. Dr. Clarice Stokes. Oh, Kolchak. Entschuldigung. First Lieutenant Kolchak. Na? Besprechungszimmer? Oh, geht's gleich richtig zur Sache. Was ist Marine? Schon genug? Rachel King. Field Officer. Field Officer Sergeant, USMC Force Recon Nick Kay. Das könnte unser letztes Mal sein. Nach den Ereignissen am Checkpoint. Ich dachte, das war's. Die letzten Wochen, du hast mir gut getan. Wer weiß, wo ich ohne dich wäre. Rachel King? Colonel King ist auf dem Stützpunkt, Ma'am. Er ist gleich im Besprechungszimmer. 5 Minuten. Fuck, er ist da. Zu früh. Dein Ehemann? Solltest du es ihm nicht mal sagen? Los, zieh dich wieder an. Rachel. Erzählst du es ihm jetzt oder nicht? Du und Eric seid seit einem Jahr getrennt. Was da auch war, es muss vorbei sein. Ehrlich. Es ist einfach kein guter Zeitpunkt. Es ist nie ein guter Zeitpunkt. Bald, Nick. Versprochen. Bald. Auf zur Besprechung. Shit. Noch ist alles ein wenig chaotisch hier. Der Stützpunkt wird erst eingerichtet. Das haut mich um.
Vor ein paar Wochen hat Saddam es sich hier gut gehen lassen. Hat Schokoriegel verputzt, während er eine Pediküre genoss. Hübsches Bild. Ah, wenn er nur wüsste, wie es jetzt hier aussieht. Gefällt mir. Wir haben die CIA, wir haben die Army, die Marines, okay. CIA, die Air Force. Hey, alle sind dabei. Dann gehen wir mal ins Besprechungszimmer. Gott schütze Amerika. Und wie gesagt, ich werde so Stundenparts aufnehmen. Mal schauen, wie lange das Spiel geht. Ich vermute mal 4 bis 6 Stunden. Hey, mach doch mit. Vielleicht lernst du ja noch was bei mir. Später. Wir haben Besuch. Naja, will die Süße ja mal sehen, wie ich ins Schwitzen komme? Komm doch näher, Kleines. Von hier sehe ich mehr als genug, danke. Ignorieren Sie Corporal Mervins schlechte Manieren. Jede Einheit hat wohl ihr eigenes Arschloch. Sergeant Kay. Das ist Lieutenant Colonel King. Ich bringe ihn ins Besprechungszimmer. Ja, bereite mich vor. Wir sehen uns dann, Marine. Und was ist sein Problem? Ah. Nick ist nicht mehr er selbst. Vor ein paar Wochen gab es einen Schusswechsel. Ein Zivilist starb. Das setzt ihm zu. Kommt er klar? Er schafft das, Sir. Er ist bereit. Ich glaube, da ist ja ein anderes Problem. Womit viel Liebe und Emotionen zu tun hat. Haben dich am Schreibtisch geparkt? Soll ich wen anrufen? Nee, passt schon. Hinterm Schreibtisch fängt man sich nicht so viele Kugeln ein. Und das ist der berühmte Satellitentyp. Der berühmte Satellitentyp. Eric King. Lieutenant Colonel Eric King. Gib dem Colonel vollen Zugang. Fuck. Sir? Ich sag Ihnen, wenn die Queen Bitch Wind davon bekommt, dann flippt sie aus. Rachel und ich, wir kennen uns. Sie weiß, dass im Krieg alles erlaubt ist. Sir? Die Queen Bitch, wie Sie sagten, ist seine Frau. Toll, Hitzkopf. Schon verkackt. Sir, es tut mir leid. Rachel hat nie einen Mann erwähnt. Wir haben getrennt gearbeitet. Sie ist jetzt die Queen Bitch. Ist aufgestiegen. Falls es hilft. Für uns ist das sowas wie ein Kosename. Gut, schließen wir euch an. Hoffentlich reicht die Bandbreite aus. Okay. Den Technikkram machen Sie. Warte auf das Team, sieh dich im Besprechungsraum um. In Ordnung, okay, was haben wir da Schönes? Was ist das hier eigentlich? Ein alter Ballsaal? Ja, genau. Logo von CANTCOM. Datum 5.5.2003. Betreff Missionsziele der Survey Group. An Amt des Direktors der CIA. Amt des Direktors der CIA. Die Missionsziele der Survey Group lauten: Erstens, Koordination der nachrichtendienstlichen Kapazitäten sämtlicher Behörden und Streitkräfte. Hallo? Cool, dass ich es zu Ende lesen kann, das ist klasse. Ich habe nicht mal was gedrückt. Colonel King. Mrs. King? Eric, das ist mein Team. Wenn du sie briefen willst, klärst du das mit mir. Stimmt, ich hätte dir Bescheid sagen sollen. Mein Fehler. Alles eskalierte. Ich musste schnell handeln. Ich schulde es meinem Team, einen Schritt voraus zu sein.
Ich weiß, Rachel, aber CENTCOM gab den Befehl. Befehl? Ich bin jetzt Commanding Officer. Wollte nicht, dass du es so erfährst. Ehrlich. Tut mir leid, Rach. Irgendwie bezweifle ich das sehr. Das ist von SOC Central. Sie bestätigen, dass Lieutenant Colonel King das Kommando übernimmt. Ich brauche Netzwerkzugang. Ich stelle sie durch. Name? Dr. Stokes. Oder nur Clarice. Dr. Stokes, bereiten Sie die Präsentation vor. Du hast was gefunden? Besprechungszimmer, 15 Uhr. Was zur Hölle? Ist das moderne Kunst? Das sind Bilder aus dem streng geheimen Kalos-Programm. Und das soll mir irgendwas sagen? Ein thermisches Satellitensystem, das ich protegiert habe. Oh, beeindruckend. Dann protegieren Sie. Benehmen Sie sich immer so, Corporal. Die Jungs wollen nur eine Pause, Sir. Nichts für ungut. Nun gut. Satellitenaufnahmen des Kriegsgebiets haben eine Art unterirdische Lagerstätte gezeigt. Ich vermute stark, dass Saddams chemische Waffen hier versteckt sind. Aber das muss natürlich noch näher untersucht werden. Wir haben dich, du Hundesohn. CENTCOM hat grünes Licht für den Zugriff und die Beschlagnahmung aller Waffen gegeben. Die Kampfhandlungen sind vorbei, aber überall sind Aufständische der republikanischen Garde. Sie könnten die Waffen jederzeit einsetzen. Es ist Eile geboten. Die Army nimmt uns in ihren Helis mit. Bei Ankunft führt Lieutenant Kolchak den Sturm auf das Lager an. Wir sichern es und führen die Waffeninspektion durch. Aufgepasst! Es gab einen Führungswechsel, aber das hat am Wert von Rachels Missionsverständnis und Ortskunde nichts geändert. Sie fliegt mit uns und wird so respektvoll behandelt wie zuvor. Gibt es Fragen? Worauf warten wir noch? Bereit! Das ist Stammesland da draußen, Colonel. Machen Sie sich nichts vor. Das sind Wilde. Bekommen wir Luftunterstützung? Nein. Zu viele Vögel lassen uns auffliegen. Schnell rein, schnell wieder raus. Das hat deine Mama auch zu mir gesagt. Hey, Vorsicht, Junge. Hätte ich nicht schnell rausgezogen, wäre ich jetzt dein Papst. Okay, das reicht, Mervyn. Sir, was meinen Sie? Ich beantrage Luftunterstützung für alle Fälle. Unsere Vögel fliegen unter dem Radar. Das Lager ist im Sagros-Gebirge. Wir haben ausreichend Deckung. Wir halten uns bis zur Sicherung bedeckt. Melden wir uns binnen 24 Stunden nicht zurück. Startet CENTCOM eine Rettungsmission. In der Zeit kann eine Menge passieren. Jetzt sei kein Weichei. Ich meine ja nur. Deswegen führen wir Krieg. Deswegen stehen wir jeden Morgen wieder auf. Denkt daran, Ladies und Gentlemen. So halten wir Saddam vom Einsatz dieser Waffen ab. Wir fliegen in einer Stunde. Wegtreten. Clarice, helfen Sie mir mit den Geräten. Bin dabei. Ich weiß nicht. Hier stimmt was nicht. Ich habe so ein komisches Kribbeln im Nacken. Ah, Süßer. Eine Massage wird das schon wieder richten, oder? Ich mein's ernst. Ich hab da ein mieses Gefühl. Das kommt davon, wenn du zu viel mit Eric rumhängst. Können Sie irgendwas tun? Ich lade die neuen Satellitendaten runter. Offenbar brauchen Sie kurz Zeit allein. Danke, Clarice. Eric, wir müssen reden. Ich muss dir etwas sagen. Hör zu. Deine Operation zu übernehmen war nicht meine Entscheidung. Rach. Das ist es. Endlich, nach so vielen Jahren Arbeit. Das ist es. Das ist der Durchbruch, auf den wir gewartet haben. Es geht hier nicht um uns, Eric.
Ich will einfach, dass es wieder so wird wie früher. Was wir hatten, es lief nicht so toll zwischen uns. Wir haben viel erlebt. Viel Schlimmeres. Nichts ist anders, Eric. Das weißt du. Du und ich? Es gibt kein Du und ich. Es ist aus. Bitte, Rach. Sag das nicht. Du trägst deinen Ehering nicht. Hey! Vorsichtig damit! Oh, Mist. Sorry. Was ist denn in der Zauberkiste? Fuck, was ist das? UV-Licht. Wir suchen damit nach Sprengstoffen. Darf ich mal? Nein! Wie lange noch für den Download, Clarice? Ich brauche ihn schnell. Sind 5 Minuten schnell genug für Sie? Download läuft noch. Gut, ich prüfe mal die Satellitenkarte. Nicht die beste Bandbreite. Es wird schon reichen. Können Sie das unterzeichnen? Hä? Die Ausrüstungsfreigabe. Bitte. Oh, klar. Prüf die Geräte. Und zwar doppelt. Ja, verstanden. Warte auf den Download, sprich mit dem Team. Eigentlich wollte ich ja das noch fertig lesen, was ich hier hatte. Lass mir das ja irgendwann mal. Okay, Auswertung von Geheimdienstinformationen zum Zweck der Entdeckung, Sicherstellung und Dokumentierung von Personal, Einrichtungen und Tätigkeiten im Zusammenhang mit Massenvernichtungswaffen. Drittens, Organisation und Leitung von Militäreinsätzen zur Entdeckung und Sicherstellung von WMDs Lagerstätten im Irak. Der Survey Group untersteht in direkter Linie CENTCOM und dem Direktor der CIA. Missionsergebnisse zur Unterstützung von Operation Iraq Freedom sollten ab dem 1.6.2003 vierteljährlich veröffentlicht werden. Okay, jetzt haben wir das auch mal gelesen, ohne dass es jederzeit abbricht. Und mal schauen, was es hier gibt. Oh, eine Zeitung. Aha. American Overseas. Mission abgeschlossen. Präsident Bush erklärt Kampfhandlungen im Irak für beendet. Manny Sherman hingerichtet. Mörder war in der letzten Stunde unkooperativ. Okay. Also es geht, wie gesagt, um den Irakkrieg. Damals Saddam Hussein. Da war ja noch George Bush Präsident von Amerika. Und... auf jeden Fall eine coole Story. Vertraulich. Einsatz Irak Survey Group. Okay. Betreff Banditenaktivitäten Soran-Gebiet. Bericht über Verschwinden zweier Entwicklungshelfer. Soran-Gebiet. Helfer als Eve Pogam Marie Vinay identifiziert. Kontaktversuch vor 2 Wochen fehlgeschlagen. Helfer vermutlich ausgeraubt und getötet. Nachricht Ende. Okay. Gibt anscheinend, aussieht schon 2 Vermisste. Wozu brauchen wir dieses Zeug, verdammt? Wir müssen mobil sein. Wir brauchen die Ausrüstung. Die Anlage ist unterirdisch, vielleicht noch nicht fertig gebaut. So ist es sicherer. Ich soll mich sicher fühlen? Geben Sie mir mehr Waffen. Was denn, Corporal? Haben Sie Höhenangst? Bitte. Ich gehöre zur Force Recon. Wir trainieren Fallschirmsprünge aus großer Höhe. Mit niedriger Öffnung. Extrembedingungen, bei denen die meisten Typen nach ihrer Mama schreien. Sie haben eine große Klappe. Hoffentlich steckt was dahinter, Marine. Kletterausrüstung. Typisch Bürokrat. Ja, ich glaube, die wären auch nicht mehr so die besten Freunde unbedingt. So, was haben wir hier noch? Das haben wir schon gelesen, oder? Ja, genau.
Okay, gibt's hier nochmal irgendwas zu sehen? Mal sehen. Okay. Gibt's aber auch nicht so viel zu sehen. Okay, das ist das Gebiet, was sie gefunden haben. Okay, was haben wir hier? Logo von CENTCOM. Datum 30.05.2003. Betreff dringende Ergebnisse. Erforderlich an amtierende CEO Rachel King. Vertraulich. Zu Beginn des Einsatzes der Survey Group muss nochmals betont werden, wie wichtig der Erfolg dieser Mission für uns ist. Erstens, unsere Militäroperationen erfordern einen eindeutigen und überzeugenden Endzustand. Die Streitkräfte der Vereinigten Staaten wurden eingesetzt, um die Bedrohung der internationalen Gemeinschaft durch Massenvernichtungswaffen des Iraks zu beenden. Solange die Existenz dieser Bedrohung nicht nachgewiesen ist, ist unsere Intervention nicht von Völkerrecht gedeckt. Zweitens, mit Beendigung der Kampfhandlungen... Ach, jedes Mal... Los zu den Helis. Ja, toll. Es ist ein bisschen nervig, dass wir die Texte nicht zu Ende lesen können. Was? Was? Du willst mich was fragen. Das kann ich dir genau ansehen. Was hältst du von ihm? Ich nehme an, du meinst unseren neuen CEO? Netter Typ. Aber hier draußen bringt nett nichts. Was hältst du von ihm? Wirkt irgendwie abgelenkt. Ja, genau wie du. Das ist im Krieg nicht sehr hilfreich, wenn man abgelenkt ist. Salim Batra Mandali, 17.53 Uhr. Salim Othman, Lieutenant Iraker Bodentruppen. Geht! Sehen? Finde Zane, durchsuche Zanes Zimmer. Okay. Hier haben wir doch schon mal irgendwas. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Zane. Mein Sohn wird erwachsen. Mit Liebe, Papa. Okay. Sein Sohn hat also Geburtstag, aber er hat das Geschenk noch nicht geöffnet. Oh Mann, das ist nicht so geil. Da ist ein Brief. Wappen der Highgate University. Herr Zane Othman, 112 Batra Mandali Kut, Irak, 3. März 2003. Sehr geehrter Herr Zane Othman, Ihre Bewerbung um einen Studienplatz an der Highgate University im Studiengang Mythologie für das akademische Jahr 2003-2004 wurde angenommen. Das Semester beginnt am 2. September 2003. Für den Antritt des Studienplatzes müssen die nachfolgenden Bedingungen erfüllt werden. Andernfalls werden Sie dieses Studium nicht antreten dürfen. Abschluss Ihres College-Studiums mit dem erwarteten Notendurchschnitt 1,3. B. Erteilung eines Studentenvisums für das Vereinigte Königreich. Uns ist bewusst, dass die aktuelle weltpolitische Lage Ihre Visumantrag und Umzug in das Vereinigte Königreich verkomplizieren könnte. Wir möchten Ihnen versichern, dass unsere Fakultät Ihren Visumantrag nach bestem Vermögen unterstützen wird. Seit 120 Jahren hilft die Highgate University talentierten jungen Menschen aus allen Gesellschaftsschichten dabei, auf persönlicher Ebene in der akademischen Welt sowie im Arbeitsleben Erfolg zu haben. Wir freuen uns darauf, Sie auf Ihre Reise zum Erfolg zu begleiten. Mit freundlichen Grüßen, Andrew McHallister, Director of Admissions. Okay.
Bis jetzt nur positive Nachrichten. Er hat Geburtstag. Er wurde im College angenommen. Oh. Ein zerbrochenes Foto, das ist nicht gut. Okay. Das ist wahrscheinlich unsere Frau. Was ist hier passiert? Okay, hier geht's raus. Dann kann es ja nur hier lang gehen. Ist hier irgendwas zu sehen noch? Sehen? Komisch, der ist gar nicht da. Okay. Hat auf jeden Fall irgendwas gekennzeichnet, aber er sagt jetzt nichts wirklich dazu. Hat er irgendeinen Brief hinterlassen? Was ist das? Antike mesopotamische Mythologie. Dr. Shahik Amadat. Okay. Hilft mir jetzt auch nicht viel weiter. Aha. Eine Kiste. Oh, ob wir sehen, Tanny. Ja, aber. Hallo. Hallo, Anna Salim. Salim. Salim Garkun. Abu Zain. ايوه رجعت هو زين مع هو زين مع ابنك طارق ايوه طارق هما مع بعض راحوا ياخدوا الاتوبيس بقالهم ساعه كله بخير لا لا كله تمام اصل كان عيد ميلاده وانا جبت له هديه كويسه لما يرجع ابعتهولي حالا ما اقدرش اقول امتى هيجوا انت عارف الولاد اي وقت ابعتهولي لو سمحتي طبعا لا 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 يا ديني مش دلوقتي كابتن بصري اهلا يا ملازم لازم نتحرك على طول انت بتقول ايه سعادتك العدو جاي يا سليم العدو جاي علينا دلوقتي العدو يا فندم الحرب خلصت خلاص وخسرنا لا ده كلام فارغ محدش اتسلم العدو جاي ودي ارضنا واحنا لازم نتحرب ليها شايفينهم مطلوب تاكيد يلا شوف جايين علينا بقول لك احنا محتاجين كل راجل في مكانه لحسن طيارتهم توصل عندنا ما اقدرش اعمل ده يا فندم ابني محتاجني ده امر يا جندي مش طلب ده واجب عليك فهمت هرجع البيت قريب خلاص يا دار دي اخر مهمه toll Coyote 2 hier Mailman 21 actual wir nähern uns dem Ziel bereit für Funkstelle over Jason Zagros Gebirge 18:15 verstanden over Bereithalten, Jungs. Wir sind gleich da. Hey, Mervyn. Was haben deine Mutter und das Bermuda-Dreieck gemein? Warum erzählst du es mir nicht?
Beide schlucken Marines. Nicht übel, Kleiner. Hör mal, deine Mutter ist so heiß. Beim Telefonsex mit ihr habe ich eine Ohrenentzündung gekriegt. Oh Mann. Wie lange hattest du den parat? So, was gefällt dir? Hab noch verdammt viel mehr davon auf Lager. Das sagt auch deine Mutter. Schluss mit dem Scheiß. Konzentrieren Sie sich auf die Mission. Hey, ich lass mich nur an einem Ort von einer Frau rumschubsen, okay? Und das ist im Bett. Ihre Mutter lässt Frauen in ihr Schlafzimmer? Hoffentlich. Wird sie nicht eifersüchtig? Mann, Rachel. Hey, was gibt's da zu lachen? Sergeant K, ich will exakt alle 4 Stunden Kontakt zur Luftraumüberwachung. Sergeant K, hörst du mir zu? Ja, verstanden. Kontakt zur LRÜ alle 4 Stunden. Hey, alles gut? Ja, alles gut. Was geht dir durch den Kopf? Ich muss nur was verarbeiten, Mann. Alles gut, ich komm klar. Ich steh dir bei, Nick. Egal, was kommt. Ich weiß. Das hoffe ich. Semper Fi. Semper Fi. Semper Fi? Was ist das, ein Pfadfindermotto? Das ist unser Motto. Es heißt immer treu. Ja und? Soll das Glück bringen? Marines können sehr abergläubisch sein. Oh, zum Beispiel? Gut, Beispiel. Man darf sich nie umdrehen, wenn man den Heli verlässt. Sonst sind alle verflucht. Das ist so ziemlich das Dümmste, was ich je gehört habe. Aber echt. Na ja, kann sein. Aber ich finde, warum was riskieren? Immer schön nach vorn sehen. Schaust du im Kampfgebiet zurück, dann wirst du ganz schnell abgeknallt. Jetzt geht's los, Marines. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Und ich schwöre bei Gott, wir schaffen das. Du sagst es, Bruder. Hurra! 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 احنا الخنازير بيطيروا هيهبط قالوا نفسكم يا رجاله جيسون لاندزونه 18:40 الامريكان العساكر الامريكان قم سير دي فون gewarnt erwarte befehle ausschwärmen nicht schießen keine unnütze gewalt احنا الامريكان احنا الجيش الامريكاني Runter! Auf den Boden! Los! Hände auf den Rücken! Zimmer geräumt! Gebäude ist gesichert. Gefangene fügen sich. Verstanden. Corporal Mervyn soll gelben Rauch an der LZ zünden und den Colonel holen.
So ein Reinfall. Die Leute hier sind nicht der Feind, es sind nur Hirten. Lieutenant Kolchak, Lagebericht bitte. Keine Schüsse, Sir. Keine Toten. Hof ist gesichert und Gefangene werden verhört. Gefangene? Haben Sie einen Eingang zum Waffendepot gefunden? Negativ, Sir. Wenn es eins gibt, ist es gut getarnt. Wenn es eins gibt? Was soll das heißen, Lieutenant? Wir haben noch nicht alles durchsucht. Wir finden es, Sir. Das Überraschungsmoment aufzugeben war riskant, Lieutenant. Aber es hat sich ausgezahlt. Keine Toten, saubere Arbeit. Danke, Sir. Trotzdem könnten irakische Aufständische jetzt gewarnt sein. Mein Team wird mit allem fertig, Colonel. Das lief prima. Ach ja? Der Hof ist besser gesichert als das Höschen einer... Sie reden weiter, Corporal. Können Sie befragt werden? Ja, aber sparen Sie sich die schweren Physikfragen. Gehen wir. Passt auf. Wenn einer auch nur die Stirn runzelt, will ich es wissen. Verstanden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendetwas stimmt hier nicht. Ach ja? Ist das diese, berühmte weibliche Intuition? Ja, willst du sehen, was passiert, wenn sie wütend wird? Halt still. Ich durchsuch dich nur. السلام عليكم يا أخي. لازم أسأل السؤال ولازم تقول الحقيقة. فين مدخل مخزن السلاح؟ wird schon reden. Warten Sie. Ich mach das. هسألك مرة تانية. فين مكان المخزن؟ Was ist das? Eine Art Götterbild. Vielleicht heidnisch. Ida! هتعرفه قريب. Verdammter Voodoo-Scheiß! Käfer! Achtung! Sie hatten doch Entwarnung gegeben. Machen Sie Ihren verdammten Job! Ich muss sagen, das war der Hammer. Oh Mann. Okay, dann durchsuchen wir mal hier alles. Beziehungsweise untersuchen mal alles. Hier gibt's ja gar nichts mehr. Na gut, dann. Mach hier mal rein. Sag schon, wo ist das Depot? Er war bewaffnet, Ma'am. In diesem Land trägt jeder Waffen. Ich muss mich entschuldigen. Wir waren da nicht wachsam genug. Kommt nicht wieder vor. Aber ernsthaft. Das war ein guter Schuss. Ich schulde ihn was. Seine? Die Bunduaya kbira qawi ya akh. Akthar min anta mahtaju lil ghanam. Fein madkhal al maghzan? Das reicht, Lieutenant. Eine andere Sprache verstehen die doch nicht. Ich hab alles im Griff. Gibt's noch mehr Gefangene? Ja, in der anderen Hütte. Kommen Sie. رجع حاليا وبعدين هتتكلم. Bewachen Sie den hier gut. Ja, warum sollen die auch reden? Ich glaube nicht, dass die Angst vor uns haben.
durchsuchen, und zwar jeden Winkel. Jedes Bett, jeden Schuppen, selbst das Klo. Der Eingang zum Depot ist irgendwo. Finden Sie ihn. Hier ist gar nichts. Hast du was zu sagen, Sergeant? Sieh dir den Boden an. Was siehst du? Ein Scheiß. Wenn ein Depot ist, wo sind die Spuren? Nein. Mann, das hier war ein Griff ins Klo. Sein geliebtes Kalos liegt voll daneben. Wir haben Befehle, Sergeant. Die Suche geht weiter. Also. Okay, da brauche ich, wie es aussieht, nicht rein. Wo soll ich dann hin? Vielleicht doch nochmal hier rein. Da habe ich aber auch alles durchsucht. Okay, was haben wir hier? Ah, wieder eine Vorahnung. Oh oh. Das ist nicht so gut. Entwaffnet. Dem kann man noch mal reden. Ich schwöre, Mervyn hat uns alle verflucht. Ich glaube weder an Flüche noch an die Zahnfee oder Santa Claus. Die Zahnfee, klar. Aber Santa? Sag nicht sowas. Du hast Weihnachten ruiniert, Mann. Na dann. Warum komme ich da nicht rein? Na, jetzt geht's rein. Ist hier noch irgendwas zu sehen? Da ist was. Ah. Gasmasken. Gasmasken hier. Für was die wohl sind. Die braucht normalerweise kein Mensch. Wenn man nur Ziegen oder irgendwelche Tiere... Das ist Heroin. Tja, das wird ja immer besser hier. Diese Typen sind normale Verbrecher. Was hat sich Eric bloß gedacht? Ich will, dass ihr hier alles auf den Kopf stellt. Oh, shit. Fuck! Scheiße, beschissener Scheiß! Runter, runter! Sie stehen da oben! Feuer erwidern! Los! Ich sehe gar niemanden. Verdammt knapp! Jetzt geht's ab hier, was? Rachel! Wo bist du? Rachel! Halt! Warten Sie! Entdeckung!
Die Wichser sind schwer zu treffen. Sie rücken vor. Wir müssen zu Tauern. Ja, ihr mich auch. Heizen wir ihn mit WP ein. Kein Phosphor auf Menschen schmeißen. Na, komm schon. Wollen wir etwa am Lagerfeuer Händchen halten und Kumbaya singen? Jetzt halt mal die Klappe und lass mich nachdenken. Nachdenken worüber? Wir werden massakriert. Ist WP jetzt genehmigt? Feuer frei! Ich halte sie auf. Gebt mir Deckung und holt Joey da raus. Hey, wie habe ich den nicht getroffen? Genau, natürlich. Als Hund, es geht in Wirklichkeit. Verdammt, ich sterbe, Nick! Bullshit, Mann! Ich weiß, es tut weh, aber du stirbst doch nicht! Halt still, ganz ruhig. Ist eine Fleischwunde, nur ein Kratzer. Halt bloß still. Lügner. Fuck. Ich bete für dich. Worauf wartet ihr? Ausschwärmen und kämpfen! Verdammt! An alle, hier ist Dropkick. Funkstelle beendet. Kriege ich einen Lagebericht zum Feindkontakt? Over! Dropkick, hier ist Killjoy 2. Wir stehen unter schwerem Beschuss. Ziele sind zur LZ vorgedrungen. Geht es noch schlimmer? Auf den Boden, sonst lasse ich dir deine verdammte Birne weg. Ich gehe kein Risiko ein, wer weiß. Die sehen alle wie Zivilisten. Oh, oh du Scheiße, was ist jetzt? Oh oh. Schieß nicht daneben. Fuck. Unmöglich. Rachel! Rachel! Scheiße! Okay. Jetzt beginnt der Spaß. Nick Sandhöhle, 19:02. Mervyn? Jason?
So, Leute, ja, um die Spannung aufrechtzuerhalten, würde ich sagen, ist das jetzt der perfekte Zeitpunkt, um die erste Episode zu beenden. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen da, schreibt gerne auch was unten in die Kommentare, wie ihr es bis jetzt findet, ob ihr es selber schon gezockt habt, ob ihr es eventuell mit Kollegen zusammen zockt im Koop-Modus. Und ja, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und sage ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge.